Ja Leute, willkommen zum neuen Vlog. Es ist Ewigkeiten her. Nick ist mit am Start. Wir sind schon so lange nicht mehr gefahren. Und du hast mir schon meine Plane abgemacht. Lange nicht mehr gefahren. Sehr freundlich von dir. Und das Erste, was ich eigentlich machen wollte, bevor wir jetzt heute wieder Rock'n'Roll machen, ist, die Kette muss einmal kurz gefettet werden. Ich weiß nicht, musst du deine Kette fetten? Nö. Okay, cool. Dann mache ich eben ganz fix. Und by the way, Alter, geiler Hoodie, Junge. Dankeschön, Alter. Übelst geil. Also noch gar nicht... Also ich habe den schon vorhin angeschaut, ne? Deswegen, also richtig cool, ja. Das Logo kenne ich ja schon ein bisschen länger. Mhm. Das feiere ich eh auch mega und ich fand auch diese Zeichen hier schon richtig cool. Also ich muss sagen, das Zeichen alleine kannst du eigentlich auch schon auf einem Hoodie machen, weißt du? Ja, ja, weißt du, was du meinst, ja. Ja, richtig geil. Feel No Limits. Genau, by the way, Feel No Limits ist auch der Kanal vom Nick. Könnt ihr gerne mal abchecken, hat vor kurzem erst angefangen. Ja, ganz frisch. Fuck my life, ich habe noch einen Gang drin. Warte. Hast du den Lenkradschuss auch noch drin? Nein! Okay. So, jetzt, okay. So, einmal ganz fix fetten und dann let's go. Ohne Spaß, ich finde, die sieht so gut aus. Also ja. Mit der Farbkombi, den goldenen Felgen, dieses Türkis. Oh, einfach geil. Eine Sache für alle Zuschauer, die jetzt hier die damaligen Clips auch geschaut haben. Der Arrow-Auspuff. Ist legal, ne? Da kann ich direkt mal einen Verweis auf mein erstes Video geben. Da erkläre ich das mal, wie das mit der Legalität ist. Ja. Weil rein theoretisch hat der Pott an sich eine E-Nummer. So, der ist legal. Ja. Dieses Rohr aber, was dazwischen ist, ist nicht legal, weil hier ist kein Cut drin. Und das ist ein Euro 5 Modell und braucht zwei Cuts. Dementsprechend. Digga, der Straight Pipe hier. Ja. Der sieht aber so aus, als hätte er hier einen Cut. Das ist das Gute. Ganz schön verwirrend, du. Ganz schön verwirrend. Deswegen ist das halt praktisch. Weißt du denn genau die genaue Modellbezeichnung? Weil da haben auch ein paar Leute gefragt. Boah, das könnte ich mal. Das kann ich dir schicken und dann kannst du das okay. Eventuell in die. Verlinken wir das dann ja, einfach. Ja, genau. Geiler Sound, mach mal an. Ja, ist jetzt halt auch noch mit Steuergeräten, das darf man nicht vergessen. Du hast noch Steuergerät gepimpt. Ja. Junge! So unglaublich viel besser als original. So, geil wieder auf der Straße zu sein. Auch ja. Mal mit Vlog. Also es ist Ewigkeiten her wirklich, dass ich Kamera dabei hatte. Ja. Ich weiß gar nicht. Locker ein halbes Jahr oder so. So heftig. Und jetzt bei dem geilen Wetter endlich wieder raus. Aber die Spritpreise ja. Sind halt asozial, ne? Übelst. Das ist halt so krass. Ich meine, ja, gut, Mann. Das ist ja jetzt noch harmlos, Alter. Harmlos. Ich habe für 2,35 getankt mal Diesel. Diesel für 2,35, Alter. Natürlich, ich auch. Ja. Und ich musste an dem Tag 800 Kilometer fahren auf dem Dreh. Junge. Alter. Richtig Pain. Quasi zweimal für 2,35 getankt. Ja. Ah, es hat richtig wehgetan. Boah. Digga, seit wann, Alter? Dieser Sound ist so abgöttisch geil, ey. Vom Sound her, aber mit dem Steuergerät ist halt nochmal... Und wenn ich halt auf Dynamik schalte, also die Modi ändere, ja. Dann ist das einfach weg. Ach echt, also das, ja, ganze, das ganze Geplopper? Ja, hier. Alter, lol. Dieses Steuergerät-Tuning. Ich fahre natürlich 90% in Dynamik pro. Ja. Und jetzt wieder da. Ist das Steuergerät für Tuning eigentlich irgendwie eintragungspflichtig oder so? Ja, das ist jetzt so eine Grauzone. Solange es keiner weiß, macht es halt keiner. Ja, ich sag mal, wie checkt man das auch, weißt du? Also das kannst musst du ja schon mit Elektronik checken, also mit dem Laptop irgendwie dran gehen oder so. Wie hat mein Kollege gesagt, Der meinte halt so, ja, mach dir einfach kein RS2E, so heißt die Tuningfirma. Ja. Aufkleber aufs Motorrad, dann, wenn das keiner kennt, dann kommt auch keiner hinter. Leute, also, Big News, ich werde oder will die XSR verkaufen, die 700er. Voll schade, Alter, das war voll die Wheelie-Maschine. Und ich bin auch immer noch der Meinung, das ist immer noch das perfekte Alltagsbike. Also es ist nicht so, dass ich mir denke, ich verkaufe die, weil ich die halt irgendwie nicht mehr haben will oder so, ne? Ja. Also ich will die schon nicht mehr haben. Oder nein, eigentlich will ich die schon noch haben. Also hätte ich genug Cash, Digga, würde ich die behalten. Ja, so ist es. Lass mal aber ich habe nicht genug Cash. So, das Thema ist aber, das ist das perfekte Alltagsbike und genau das ist auch irgendwie so ein bisschen das Problem. Lag da gerade Öl auf der Straße, Alter? Weiß ich nicht. Das perfekte Alltagsbike. XSR 700, perfektes Alltagsbike, aber bei mir hat sich so ein bisschen was umgestellt, weil ich fahre mittlerweile gar nicht mehr das Bike im Alltag, weißt du? Ja, ich fahre halt eigentlich nur noch jetzt aus Hobby, aus Spaß irgendwie und wenn ich Bock habe, so an einem Wochenendtag irgendwie mit den Boys. Und das Ding ist,
da hat man halt ein bisschen Bock auf mehr Power, weißt du? Ja, kann ich verstehen. Oh, so. Power! Deswegen überlege ich halt quasi umzusteigen. Ja. Also es wird nicht so sein, dass ich mein Bike verkaufe und dann quasi mit Motorradfahren aufhöre. Das wird niemals passieren. Gut, das ist das Wichtigste, Alter. Aber ich werde umsteigen. Und worauf ich umsteigen werde, das erzähle ich natürlich noch nicht, weil ich will ja nicht die ganze Spannung hier rausnehmen. Ich habe schon eine Vermutung. Ja, ich weil da gab's so ein paar Instagram-Stories und so ein paar, wo du auch so privat drüber gesprochen hast. Meinst du jetzt wegen der R6 oder was? Ja, zum Beispiel. Ich kann dir schon mal sagen, es wird keine R6. Ah, lol, okay. Ja. Es wird keine R6. Das, so viel kann ich verraten, aber viel mehr will ich dazu auch nicht sagen. Ja, aber okay. Nochmal zurück zur XSR 700. Ich muss sagen, das Bike ist unnormal geil. Und du bist ja auch mal Probe gefahren, oder? Ja. Wie fandst du die denn? Ich fand, das ist halt das Schöne bei der, weil die hat ja auch den MT07 Motor. Genau. Und die ist halt so leichtfüßig. Ja. Und generell, der Aufbau der Maschine ist halt jetzt auch bei dir einfach so schön ausgeglichen. Du bist halt super auch entspannt, was die Wheelies angeht. Das ist so geil. Ja, das war schon lange her jetzt, ne? Aber ich muss sagen, mittlerweile, vor deinem ganzen Tuning-Zeug, ne, bei dir ist bei der BMW, die Wheelies poppen ist ja auch super easy geworden. Ja, weil das vorher ist... war das ja schon ein Krampf noch. Voll! Ja. Was ist denn mit ihm, Alter? Keine Ahnung, soll ich langsamer fahren? Ich kann auch langsamer fahren. Hey, du fährst 70, ey. Ja, ich kann ja noch langsamer fahren, wenn er möchte. Was ist dein Problem, Digga? Weiß ich nicht. Aber wenn er will, dass ich langsamer fahre, kann ich das auch machen. Was für ein Spaß, die Alter! Hast du gesehen, wie nah der mir dran war? Ja, Digga, voll! Digga, what the fuck, Alter. Ich verstehe auch gar nicht seinen Kampf jetzt, Alter! Ja, ne? XSR, mal gucken, wie lange die noch bei mir ist. Ich habe sie jetzt reingestellt und ich gebe mir tatsächlich auch nicht so viel Mühe beim Verkauf, weil eigentlich will ich sie gar nicht so ganz loswerden. Das ist irgendwie so dieser Struggle. Weil die halt echt geil ist, aber ich will halt schon auch umsteigen. Das ist halt auch so das Ding. Deswegen bin ich mir echt nicht sicher, was ich machen soll. Und ich mache das quasi so nach dem Motto, ja, gucken, was passiert. Ne? Also ich stelle die rein und mal sehen. Wenn sie weg ist, ist sie weg. Wenn sie bleibt, ist, dann bleibt sie halt. Ne? Weil es ist immer noch ein ultra geiles Bike, macht mega viel Spaß. Und von daher tut es gar nicht so sehr weh, wenn ich sie nicht verkaufe. Ja, kann ich verstehen. Ja, also es ist mehr so ein Ding, ja, wenn es passiert, passiert es halt irgendwie. Ne? Ja. Und aber sie steht jetzt halt drin. Ja, genau. Aber ich muss sagen, das war aber auch immer schon wieder so eine Eigenschaft von mir, dass ich jedes Jahr ein verfickt neues Bike holen musste. Ist halt echt so, Alter. Und ich weiß nicht wieso, Alter. Richtig abgefuckt. Und wenn ich dann ein Bike behalten habe, das ist mir mal aufgefallen, dann habe ich mir einfach ein zweites gekauft. Digga, weißt du, was ich SMC hatte? Ja, stimmt. Dann habe ich mir die Hornet gekauft. Alter, du. Also hatte ich im Prinzip auf jedes Jahr, auf jeden Jahreswechsel hatte ich immer ein Bike neues. Ja, stimmt. Und das ist das erste Bike hier, die XSR. Das allererste, das ich jetzt quasi fast zwei Jahre durch habe, ohne ein zweites Bike zu holen, ohne zu wechseln, ohne zu verkaufen, gar nichts. Und ich muss sagen, darauf kann die XSR schon sehr stolz sein. Ja, das ist wahr. Über ein Jahr überlebt bei Mango Vision. Ja, das ist ohne Scheiß, das ist ein Qualitätsmerkmal für eine Karre. Ja. Kein Scheiß jetzt, wirklich. Klang hat die 300. Erster Wheelie! Junge, das war einfach richtig clean. Beide sind in den Wheelie rein, Alter. Nice. Geil, Alter. Oh Mann. Oh, ist das ein geiles Gefühl, Junge. Scheiße, Mann. Ja, ich würde sagen, an der Stelle beende ich auch meinen Vlog. Das war jetzt so die erste Ausfahrt mit dem Nick. Schön hier durch die Gegend. Und das Ding ist, was wir heute für eine Idee hatten, ist, warte mal, bleib mal hier stehen. Ich fahre eben drüben ans Tunnelende und dann machst du mal ein bisschen Gas. Ich will mal hören, wie deine Karre klingt. Warte, so, hier. Okay, komm mal her. Oh, geil, Alter. So, jetzt, das war das Ende des Videos. Das Coole ist, was wir eine Idee hatten, ist, weil du ja angefangen hast, auch jetzt Vlogs zu machen, machen wir heute zusammen zwei Vlogs. Das heißt, das war jetzt der erste Teil. Und für die, die jetzt hier zugeschaut haben, ihr könnt jetzt rübergehen zum Nick und dann bei ihm weiterschauen, was heute noch so passiert. Keine Ahnung, fahren hier ein bisschen random durch die Gegend, haben ein bisschen Spaß. Ja, machen ein bisschen wachsen. Genau, von daher, ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und mal gucken, was mit der XSR so passiert, ob sie da bleibt, ob es vielleicht ein neues Bike kommt und was sonst so geht. Also ich habe ja auch noch den MX-5, das ist auch nochmal ein Thema, worüber man sprechen kann. Stimmt. Weil ich habe mir da echt eine Rostlaube zugekauft. Und ja, viele Fragen, die offen bleiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Hau rein.